100 Jahren gab es, nahe dem geheimnisvollen Fluss Ganges gelegen, ein kleines Dorf, genannt Savapur. Seine Einwohner lebten in großer Armut. Aber sie besaßen einen kostbaren und begehrenswerten Schatz, der in ihrem Tempel bewacht und behütet wurde. Es war ein überaus kostbarer Rubin, genannt Stern des Orients. Er lag in den Händen der Göttin Pavali. Nach einer alten Prophezeiung sollte er die Einwohner des Dorfes vor Hungersnot und Versklavung schützen, solange er sich unberührt im Tempel befand. Im Glauben daran und auch sonst führten die Menschen von Savapur ein friedliches und glückliches Leben. Aber eines Tages hatte dies ein Ende. Angelockt durch die Schönheit der Mädchen des Dorfes kamen Sklavenhändler in das Gebiet. Sie, da drüben ist die Grenze des Protektorats von Sikkim. Und hinter den drei Hügeln liegt Jadapur. Ach, den Maharaja von Jadapur habe ich kürzlich kennengelernt. Er ist ein besonders gebildeter Mann und sehr nett. Und ein großer Freund der Engländer. Er wird eine Tigerjagd zu ihren Ehren organisieren. Ich finde es hier wunderbar, Reginald. Ich glaube, wir werden eine schöne Zeit haben hier in Sikkim. Ja, Shinsia. Aber noch schöner wird es in London sein, wenn Sie jetzt meine Frau sein werden. Ich weiß nicht, das kommt mir hier so unheimlich vor. Sie können beruhigt sein, Shinsia. Sie werden von erstklassigen Soldaten bewacht. Feuer!